Jette Job, glaube ich, hat uns alle inspiriert und ist eine sehr bekannte Persönlichkeit. Ich denke, dass sie einen super Startschuss machen wird. Sie wird die Pistole richtig hochhalten. Abgesehen davon ist das eine ganz, ganz bezaubernde junge Frau. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Sie designt auch T-Shirts für uns und von daher schließt sich der Kreis. Nicht nur, dass sie einen hervorragenden Startschuss machen wird, nicht nur, dass sie sehr bekannt ist und eine sehr charmante junge Dame ist, sie wird auch Trikots für uns designen und das passt super. Ich kann jedem raten, zu den Bremer Six Days zu kommen, A, weil die Preise stabil und gering sind für die Qualität, die man bekommt. Wenn man an einem Sonntag mit 10 Personen für 60 Euro reingehen kann, aber extra breit sehen kann, Milli Vanilli sehen kann, ist das schon richtig, richtig geil. Es ist natürlich das vorolympische Jahr, alles ist natürlich auf Olympia ausgerichtet. Ich bin allerdings schon sehr, sehr zufrieden. Also die wichtigsten Sportler habe ich schon unter Vertrag. Das heißt, die Sieger im letzten Jahr und auch die Zweitplatzierten werden wieder am Start sein. Ein paar sehr, sehr gute neue, Kenny de Ketele, momentan meines Erachtens der beste Sechstagefahrer, wird am Start sein. Und ansonsten muss man einfach abwarten, wie es ist. Durch die Vorolympiade ist halt so, dass sich noch Leute qualifizieren müssen. Das heißt, man muss mit den Nationaltrainern sprechen, bei den Straßenfahrern immer mit den Teamchefs sprechen. Und da wird es bestimmt noch den einen oder anderen Namen geben, der noch dann starten wird.